Nachdem wir dann im Disneyland das Spider-Web-Adventure gemacht haben, waren wir total fasziniert von diesen kleinen Krabbelfiechern. Und was gab es im Fanshop? Gibt natürlich schon länger den Spider-Bot. Und das ist mal eine nette Krabbe. Total niedlich. Da konnten wir einfach nicht widerstehen und mussten uns dann doch für 70 Euro diesen kleinen Bot mal angeln. Der ist jetzt hier noch in der Verpackung, aber sieht ziemlich authentisch aus, so wie halt in diesem kleinen Fahrgeschäft dargestellt wurde. Mit Fernbedienung fernbedienbar. Ja, cool. Der Spider-Ball.